habe heute eine Hochsteckfrisur für euch und zwar möchte ich euch gerne zeigen, wie man einen Schleifenzopf macht. Hierfür benötigt ihr zwei ganz normale Haargummis, eine Bürste und ganz viele von diesen kleinen Haarklemmerchen. Und als Voraussetzung müssen eure Haare glatt sein. Das heißt, wenn ihr Locken oder Wellen habt, müsst ihr diese vorher glätten. Und ihr beginnt damit, indem ihr eure Haare gut durchkämmt. So. Und jetzt macht ihr euch als allererstes einen relativ hohen Pferdeschwanz. Damit die Haare an der Kopfhaut schön glatt liegen, könnt ihr eure Bürste zur Hilfe nehmen, um sie alle schön nach hinten zu kämmen. So. Okay, jetzt friemel ich mir hier vorne meine kurzen Ponyhaare raus. Aber die fallen gleich eh von alleine noch, deswegen. Okay. Als nächstes benötigt ihr euer zweites Haargummi und das setzt ihr jetzt einfach in die obere Hälfte eures Zopfes und wickelt das schön straff drum. So, je höher ihr das Zopfgummi nach oben versetzt, desto kleiner wird die Schleife. So, und jetzt nehmt ihr euren Zopf hoch und teilt diesen einfach mit euren Fingern hier oben direkt am Haargummi in zwei Hälften. Und jetzt setzt ihr euer zweites Haargummi direkt auf euer erstes Haargummi. Und das muss jetzt mit euren kleinen Haarklammern hier schön festgemacht werden. Am besten verbindet ihr damit einmal die zwei Haargummis und dann steckt ihr von oben nochmal ein, zwei Haarspangen in eure Kopf, also in die Haare an eurer Kopfhaut hinten rein. So. Und damit ist der Grundzopf fertig. So, die Haare, die jetzt hier hinten noch runterhängen, die nehmt ihr einmal und halbiert diese ebenfalls. Und legt sie jetzt rechts und links neben eurem Haargummi nach vorne. So, wenn ihr die Haare jetzt nach vorne genommen habt, dann legt ihr sie einmal übereinander und zieht sie ein bisschen straff. Und jetzt legt ihr die gesamte Haarsträhne über die Mitte eurer Schleife nach hinten. So. Und jetzt werden die Haare hinten wieder schön festgesteckt mit euren kleinen Haarspangen. Und jetzt könnt ihr das hier vorne alles nochmal ein bisschen drapieren, dass man hier vorne das Haargummi nicht sieht. Zur Not auch nochmal mit einer kleinen Haarspange vorsichtig festmachen. So. Und eure Schleife hier noch ein bisschen aufziehen. Wer möchte, kann die jetzt auch noch mit ein bisschen Haarspray fixieren. Ja. So, meine Lieben, die Frisur ist jetzt fertig. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Vielleicht schaut ihr auch mal meinem Kanal vorbei. Wenn noch weitere Videos da sind, die euch interessieren, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich vielleicht abonnieren würdet. Und sonst bis zum nächsten Mal.